Ich bedanke mich erstmal für die Einladung und ich bin außerordentlich gespannt, mit Ihnen als Personen, die nicht in Deutschland sind, über die Zusammenhänge zu diskutieren. Und auch was hier an schulischer Entwicklung passiert, ist so hochinteressant und anregend, dass ich mich unheimlich freue, hier da sein zu können und mit Ihnen diese Sachen bereden zu können. Das Thema ist Sonderpädagogik im Nationalsozialismus. Das sind die Punkte, zu denen ich reden werde. Die Geschichtskonstruktion zur Sonderpädagogik im Nationalsozialismus, die die sonderpädagogische Historiografie nach 1945 entwickelt hat, werden in den Standardwerken zur Geschichte der Sonderpädagogik bis heute im Wesentlichen unverändert fortgeschrieben. Diese Geschichtskonstruktionen besagen, dass die Sonderschule im Nationalsozialismus in ihrer Existenz als Institution bedroht und die Sonderpädagogik als Disziplin niedergehalten wurde. Die NS-Zeit wird von der sonderpädagogischen Historiografie als Lehrstelle in der Entwicklung der Sonderpädagogik und als Zeit eines zwischenzeitlichen Niedergangs begriffen, die zur Entwicklung der Sonderpädagogik vor und nach der NS-Zeit keine Verbindung aufweist. Die entwickelten Geschichtskonstruktionen dienen der Legitimation der Sonderpädagogik, die sich inzwischen als inklusive Pädagogik versteht und haben insofern apologetische Funktion. Auf der Grundlage historischer Quellenforschung ergibt sich indes ein anderes Bild. Ich werde in meinem Vortrag nach dieser Einleitung die Entwicklung der Sonderpädagogik im Nationalsozialismus in drei Bereichen, nämlich im Bereich der Profession, der Disziplin und der Institution in den Blick nehmen. Im Bereich der Profession werde ich die Zusammenführung der getrennten Sonderschullehrergruppen zu einer übergreifenden sonderpädagogischen Profession. Im Bereich der Institution, im Bereich der Disziplin, Entschuldigung, die Neubestimmung der Disziplin als völkische Sonderpädagogik und im Bereich der Institution die Ausdifferenzierung und Absicherung der Sonderschule darstellen, die im Nationalsozialismus gelungen sind. Abschließend werde ich auf den Zusammenhang von Exklusion und Inklusion eingehen und die Bedeutung der NS-Zeit für die Entwicklung der Sonderpädagogik resümieren. Die dargestellten Entwicklungen der Sonderpädagogik im Nationalsozialismus sind auch für Österreich relevant. Österreich war durch den Anschluss, der im März 1938 erfolgte, Teil des Deutschen Reiches und damit seit 1938 in die Entwicklungen eingebunden, die die Sonderpädagogik als Disziplin, Profession und Institution im nationalsozialistischen Deutschland genommen hat. Wien spielte dabei, wie zu zeigen sein wird, eine besondere Rolle. Österreich hat aber auch mit seinen Bildungseinrichtungen, der Hauptschule und der Lehrerbildungsanstalt in die Entwicklung in Deutschland hineingewirkt. Eine sonderpädagogische Profession und damit eine übergreifende Berufsgruppe aller Sonderschullehrkräfte gab es im Nationalsozialismus noch nicht. Vielmehr waren im Wesentlichen drei getrennte Berufsgruppen von Sonderschullehrkräften vorhanden, die sich in vielfältiger Weise voneinander unterschieden und stark gegeneinander abgrenzten. Diese drei Berufsgruppen stellten die Taubstummenlehrer, die sich zugleich als Schwerhörigen- und Sprachheillehrer verstanden, die Blindenlehrer und die Hilfsschullehrer dar. Zwischen Taubstummen- und Blindenlehrern einerseits, Hilfsschullehrern andererseits bestanden vielfältige und tiefgreifende Trennungen. Taubstummen- und Blindenlehrer unterschieden sich hinsichtlich Status, Besoldung, Ausbildung, Beschäftigungsort, Status ihrer Schülerschaft und hinsichtlich ihrer berufspolitischen Interessen von Hilfsschullehrern beträchtlich und standen an der Spitze der Hierarchie der Sonderschullehrer.
Taubstummen- und Blindenlehrer waren als Oberlehrer Gymnasiallehrern in Status und Besoldung praktisch gleichgestellt, während Hilfsschullehrer zu ihrem Volksschullehrergehalt lediglich eine Zulage erhielten. Die Sonderausbildung der Taubstummen- und Blindenlehrer war mit 2 Jahren doppelt so lang wie die der Hilfsschullehrer, falls diese über ihre Volksschullehrerausbildung hinaus überhaupt über eine Sonderausbildung verfügten. Taubstummen- und Blindenlehrer waren in Anstalten und damit in Schulen mit Internaten tätig, die zumeist renommierte Provinzial- oder Landeseinrichtungen mit langer Tradition und überregionalem Einzugsbereich waren, während Hilfsschulen kommunale Einrichtungen darstellten, die erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in Industriestädten mit großer Armutsbevölkerung entstanden und de facto Armenschulen waren. Während die Hilfsschullehrerschaft berufspolitisch an einer übergreifenden sonderpädagogischen Profession heftig interessiert war, von der sie sich nicht zuletzt Angleichung an den Status und die Besoldung der Taubstummen- und Blindenlehrkräfte versprach, hatten Taubstummenlehrer wie Blindenlehrer an der Vereinigung mit Hilfsschullehrern in einer übergreifenden sonderpädagogischen Profession kein Interesse. Fürchteten sie doch, dadurch in ihren Privilegien geschmälert und von den Hilfsschullehrern, die ihnen zahlenmäßig weit überlegen waren, dominiert zu werden. Die Gleichschaltung der Lehrerverbände im Nationalsozialistischen Lehrerbund, kurz NSLB, brachte die Hilfsschullehrerschaft ihrem Ziel einer übergreifenden sonderpädagogischen Profession ein entscheidendes Stück näher. In der Ende 1933 entstandenen Fachschaft 5 Sonderschulen des NSLB wurden Taubstummen, Blinden und Hilfsschullehrer erstmals in einer gemeinsamen Berufsorganisation vereint. Diese Vereinigung war von Hilfsschullehrern gegen den erbitterten Widerstand von Taubstummenlehrer im NSLB durchgesetzt worden. Martin Breitbart hatte als führender Vertreter der Hilfsschullehrerschaft, der dem NSLB schon vor 1933 angehörte, die Notwendigkeit einer gemeinsamen Fachschaft mit rassenhygienischen Argumenten begründet und dabei auf die allen Sonderschullehrern gemeinsame Aufgabe verwiesen, an der Ausmerze der Erbkranken und damit an der rassischen Gesundung des deutschen Volkes mitzuwirken. Dadurch war zugleich der Widerstand der Taubstummenlehrer gegen die gemeinsame Fachschaft ausgehebelt und kriminalisiert worden. Die Fachschaft Sonderschulen des NSLB war räumlich in die Reichsfachschaft, in Gau- und Ortsfachschaften sowie in ihrem Binnenbereich in 4 Fachgruppen untergliedert, die für das Blindenwesen, das Taubstummenwesen, das Hilfsschulwesen und das Anstaltswesen zuständig waren. Dem Anstaltswesen wurden insbesondere Fürsorgeanstalten, aber auch Strafanstalten und damit Anstalten für jene Gruppen von Kindern und Jugendlichen zugerechnet, die der Hilfsschulpädagogik als schwer erziehbare galten. Mit den Fürsorgeanstaltslehrern trat im Nationalsozialismus eine neue Berufsgruppe auf den Plan, an deren Etablierung als Sonderschullehrer die Hilfsschullehrerschaft heftiges Interesse hatte. Mit den in Fürsorgeanstalten tätigen Lehrkräften, die zum Teil nicht einmal eine Lehrerausbildung hatten und entsprechend schlecht bezahlt wurden, ließ sich nämlich eine neue Sonderschulform für schwer erziehbare begründen und damit das Sonderschulsystem weiter ausbauen und ausdifferenzieren. Sonderschulen für schwer erziehbare, in Anführungsstrichen natürlich, die inzwischen zu einer der Hauptsäulen des vielgliedrigen deutschen Sonderschulsystems geworden sind, gab es im Nationalsozialismus noch nicht.
Der Prozess der Vereinigung von Blinden-, Taubstumm-, Hilfsschul- und Fürsorgeanstaltslehrern in der Fachschaft Sonderschulen des NSLB war im Frühjahr 1934 mit der Ernennung des Reichsfachschaftsleiters, der vier Reichsfachgruppenleiter, der Herausgabe eines übergreifenden Fachschaftsorgans und der Ernennung dessen Hauptschriftleiters in seinen Grundzügen abgeschlossen. Das Organ der Fachschaft Sonderschulen, die Zeitschrift Die Deutsche Sonderschule, war aus der Zeitschrift Die Hilfsschule, dem Verbandsorgan der Hilfsschullehrer, hervorgegangen und der Hauptschriftleiter des Fachschaftsorgans, Karl Tornow, zuvor zweiter Schriftleiter des Hilfsschulorgans gewesen. Auch wenn ein Taubstummenlehrer Reichsfachschaftsleiter und damit ranghöchster Vertreter der Fachschaft Sonderschulen war, wurde diese in ihrer Politik doch wesentlich von Hilfsschullehrern bestimmt. Führender Kopf der Fachschaft Sonderschulen war der promovierte Hilfsschullehrer Karl Tornow. Neben der gemeinsamen Berufsorganisation, die mit der Fachschaft Sonderschulen für Sonderschullehrer im Nationalsozialismus erstmals entstanden war, und der gemeinsamen Fachzeitschrift kamen den gemeinsamen Schulungslagern, die die Reichsfachschaft Sonderschulen veranstaltete, eine wichtige Funktion für die Entwicklung einer aller Sonderschullehrergruppen übergreifenden sonderpädagogischen Profession zu. In den reichsweiten fachgruppenübergreifenden Schulungen, die die Reichsfachschaft Sonderschulen im Oktober 1934 und im Januar 1935 in Berlin-Birkenwerder und im September 1936 in Thasdorf bei Berlin veranstaltete, wurde auch durch die paramilitärische Organisation der Schulung als Lager, die an die Kriegserfahrung anknüpfte, die die dort versammelten Sonderschullehrer als Angehörige der Frontgeneration im Ersten Weltkrieg gemacht hatten, den getrennten Gruppen der Sonderschullehrer die Erfahrung von Gemeinschaft vermittelt und dadurch die Einheit der sonderpädagogischen Profession gestärkt. Hier einige Fotos aus den Lagern in Birkenwerder. An den genannten Lagern nahmen ausschließlich männliche Sonderschullehrkräfte teil, die die Elite der Sonderschullehrerschaft darstellten und die in den Sonderschulen wie in den regionalen Gliederungen der Fachschaft Sonderschulen als Multiplikatoren wirken sollten. Hier noch zwei Bilder vom Lager im Thasdorf. Inhaltlich stand in diesen Lagern die Mitarbeit der Sonderschullehrer an der Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und damit die gemeinsame praktische rassenhygienische Aufgabe im Mittelpunkt, die sich allen Sonderschullehrern im Nationalsozialismus stellte. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde als eines der ersten rassenhygienischen Gesetze am 14. Juli 1933 erlassen und trat am 1. Januar 1934 in Kraft. Rechtzeitig zum Inkrafttreten des Gesetzes erschien ein umfangreicher Gesetzeskommentar, der das Gesetz bis ins kleinste Detail erläuterte und seine Durchführung akribisch regelte. Es wird häufig übersehen, dass dieses Gesetz, das die Zwangssterilisation der Erbkranken vorsah, nicht nur Anstaltspatienten, sondern auch und vor allem Schülerinnen und Schüler der Sonderschule betraf. Im Gesetz wurde durch die Bestimmung des angeborenen Schwachsinns, der erblichen Blindheit, der erblichen Taubheit und der schweren erblichen körperlichen Missbildung als Erbkrankheiten
alle Schülerinnen und Schüler der bestehenden Sonderschulen als potenziell Erbkranke bestimmt und damit zu potenziellen Opfern der Zwangssterilisation. Vor allem Hilfsschulkinder fielen der Zwangssterilisation zum Opfer. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Die Hilfsschulpädagogik hatte seit ihrer Entstehung Ende des 19. Jahrhunderts in Anlehnung an die Psychiatrie Hilfsschulkinder als angeboren Schwachsinnige und damit als unheilbar Gehirnkranke und mehrheitlich Erbkranke bestimmt. Mit dieser Bestimmung hatte sie das notwendige Scheitern von Unterstützungsmaßnahmen der Volksschule für diese Kinder begründet, sowie deren Ausschluss aus der Volksschule und ihre dauernde Sondererziehung in der Sonderschule legitimiert. Neben der übereinstimmenden Bestimmung der Hilfsschulkinder als angeboren Schwachsinnige durch die Hilfsschulpädagogik und des angeborenen Schwachsinns als Erbkrankheit im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses waren für die überproportional hohe Beteiligung von Hilfsschulkindern an der Zwangssterilisation die weite Definition des Schwachsinns, die von der Hilfsschulpädagogik wie im Gesetz vorgenommen wurde, der im Gesetzeskommentar deutlich höher bezifferte Anteil der Erbkranken unter Hilfsschulkindern verglichen mit Tauben und Blinden und die Tatsache relevant, dass es sich bei Hilfsschulkindern fast ausschließlich um Kinder in Armut und bei der Zwangssterilisation um eine Maßnahme handelte, die sich vor allem gegen Arme richtete. Die weite Definition des Schwachsinns war dadurch gegeben, dass dieser von der Hilfsschulpädagogik, wie im Kommentar zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, nicht nur als geistige, sondern auch als moralische und als Willensschwäche bestimmt wurde und das im Gesetz nicht analog zu Blindheit, Taubheit und körperlicher Missbildung von erblichem, sondern von angeborenem Schwachsinn die Rede war. Das erweiterte die Opfergruppe der angeborenen Schwachsinnigen erheblich und öffnete der Willkür Tor und Tür. Die Sterilisation der Leichtschwachsinnigen und damit der Hilfsschulkinder wurde im Gesetzeskommentar zudem als besonders dringlich gewertet, waren diese doch, anders als die in psychiatrischen Anstalten geschlechtergetrennt kasernierten Schwerschwachsinnigen, nicht per se von der Fortpflanzung ausgeschlossen. Der Anteil der Erbkranken unter Hilfsschulkindern wurde im Kommentar auch unter Berufung auf Forschungsarbeiten, die vor 1933 unter Beteiligung von Hilfsschullehrern durchgeführt worden waren, mit 2/3 bestimmt. Die Bestimmung der Erbkrankheiten im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ermöglichte der Reichsfachschaft Sonderschulen als neue gemeinsame praktische Aufgabe aller Sonderschullehrkräfte ihre Mitarbeit an der Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zu bestimmen und dadurch die Einheit der Profession erheblich zu stärken. Die Mitarbeit der Sonderschullehrer am Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sollte nach den Forderungen führender Sonderschullehrer in der Reichsfachschaft Sonderschulen Begutachtung und Selektion potenziell Erbkranker, Mitgliedschaft im Spruchkollegium des Erbgesundheitsgerichtes, das über die Sterilisation entschied, Propaganda für das Gesetz, die in der Sonderschule wie in der Öffentlichkeit erfolgen sollte, und Beteiligung an rassenhygienischer Forschung umfassen. Die genannten Forderungen wurden von Sonderschullehrern bereits 1934 vorgetragen und überschritten die Sonderschullehrern vom Naziregime auferlegte Mitwirkungspflicht an der Durchführung des Gesetzes erheblich. Sonderschullehrer beanspruchten zudem,
Sonderschulkinder durch Sondererziehung in der Sonderschule zur Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Sterilisation zu führen und sie dadurch als Erbkranke für die deutsche Volksgemeinschaft brauchbar zu machen. Sonderschulkindern sollte im Sonderschulunterricht die Einsicht vermittelt werden, dass sie als stille Helden in die deutsche Volksgemeinschaft eingegliedert werden könnten, wenn sie sich als Erbkranke einsichtig der Sterilisation unterziehen würden. Das Buch Erbe und Schicksal, das Karl Tornow als Hauptautor zusammen mit dem taubstummen Lehrer Herbert Weinert verfasst hatte, bot Sonderschullehrkräften dafür praxisnahe Hilfen. Sonderschullehrkräfte waren über die Sonderschule als Institution stärker als alle anderen Lehrergruppen an den Verbrechen der Zwangssterilisation und im Einzelfall auch der Euthanasie beteiligt. Das geschah durch die diagnostischen Bestimmungen von Sonderschulkindern als angeboren schwachsinnige, erbkranke, minderwertige, bildungsunfähige, unbrauchbare und so weiter, die Sonderschule als Institution seit dem 19. Jahrhundert konstituierten und die sich in ihren Selektionsprozessen manifestierten. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde von führenden Sonderschullehrern denn auch nicht zufällig als Fachschaftsgesetz und als Grundgesetz der Sonderpädagogik bezeichnet und betont, dass nur die Fachschaft Sonderschulen sich auf einem speziellen Gesetz gründe. Neben der Gründung einer gemeinsamen Berufsorganisation und der gemeinsamen rassenhygienischen Aufgabe war auch die Gründung einer gemeinsamen Fachgesellschaft für die Entwicklung der sonderpädagogischen Profession im Nationalsozialismus bedeutsam. Diese gemeinsame Fachgesellschaft, die wie die Fachschaft Sonderschulen alle Sonderschullehrergruppen umfasste, stellte die Deutsche Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik dar, die am 5. September 1940 in Wien gegründet wurde. Und zwar im Rahmen der Kinderkundlichen Woche. Die Zusammenarbeit mit der Kinderpsychiatrie in der Deutschen Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik knüpfte an die lange Tradition der Verbindung von Hilfsschulpädagogik und Psychiatrie an. Die Fachschaft Sonderschulen spielte nicht nur für die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Deutschen Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik eine zentrale Rolle. Vielmehr war sie mit dieser Gesellschaft auch personell eng verbunden. Der Leiter der Reichsfachschaft Sonderschulen, der Taubstummenlehrer Fritz Zwanziger, war zugleich Vorsitzender der Gesellschaft. Mit einer Ausnahme wirkten alle Vertreter der Reichsfachschaft Sonderschulen als Referenten am Gründungsprozess der Gesellschaft in Wien mit. Tornow hielt dort ein Grundsatzreferat. Tornow kritisierte in seinem Referat in Wien in Anspielung auf das Wirken Sigmund Freuds in dieser Stadt: In der Psychiatrie hätten in der Vergangenheit nicht nur Fremdrassige die Fragestellung bestimmt, sondern vor allem auch fremdrassige Mischlinge mit ihren erotischen Früh- und Fehlentwicklungen als Untersuchungsobjekte benutzt, um dann deutschen Kindern die dabei gewonnenen widerwärtigen und blutsfremden Heilmethoden anzubieten und aufzuzwingen. Sondererzieher würden von der Kinderpsychiatrie in der Gegenwart daher Ergebnisse der Erforschung und Behandlung des rassisch bedingten deutschen Kindes erwarten. Die weiteren Vertreter der Sonderpädagogik stellten in ihren Referaten auf dem Gründungskongress der Gesellschaft die positive Entwicklung dar, die die Blinden, die Taubstummen und die Hilfsschule im Nationalsozialismus genommen hatten.
Als Thema der geplanten zweiten Tagung der Gesellschaft war das Hilfsschulkind und damit eine zentrale sonderpädagogische Thematik vorgesehen. Durch den Zusammenschluss mit Medizinern in einer gemeinsamen Fachgesellschaft wurde nicht nur die Einheit der Sonderschullehrer, sondern auch ihr Ansehen im Nationalsozialismus erheblich gestärkt. Zumal die führenden Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik, die aus dem Bereich der Psychiatrie kamen, für die Euthanasie eine wichtige Rolle spielten. Zu ihnen gehörten Hans Heinze und Werner Willinger, die im Nationalsozialismus bzw. nach 1945 als Vorsitzende der Gesellschaft fungierten. Sie sehen da auch die Kontinuitäten. Für die Einheit der sonderpädagogischen Profession war schließlich auch die gemeinsame Sonderschullehrerausbildung von Bedeutung. Der Verband der Hilfsschulen Deutschlands trat seit seiner Gründung im Jahr 1898 für die Ausweitung der Hilfsschullehrerausbildung zu einer alle Sonderschullehrergruppen übergreifenden heilpädagogischen Ausbildung und damit für die Überwindung der getrennten Ausbildung von taubstummen und blinden Lehrern einerseits, Hilfsschullehrern andererseits zugunsten einer gemeinsamen Sonderschullehrerausbildung ein. Die heilpädagogische Ausbildung der Hilfsschullehrer bezog bereits Ende der 1920er Jahre auch Lehrkräfte, die in anderen kommunalen Sonderschulen, in schwerhörigen und sehschwachen Schulen oder in Fürsorgeanstalten tätig waren und stellte damit die Keimzelle für die gemeinsame Sonderschullehrerausbildung dar. Vor allem Taubstummlehrer setzten dem Projekt einer gemeinsamen Sonderschullehrerausbildung heftigen Widerstand entgegen und schoben im Nationalsozialismus entsprechenden Bemühungen der Reichsfachschaft Sonderschulen durch die 1936 erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für Taubstummen und Blindenlehrer schnell einen Riegel vor. Die Reichsfachschaft Sonderschulen hielt indes an ihrem Bestreben fest und versuchte, die gemeinsame Sonderschullehrerausbildung durch die Hintertür durchzusetzen. Das geschah durch den Entwurf der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Hilfsschullehrer, die auch für Anstaltslehrer gelten sollte, die an Fürsorgeanstalten tätig waren. Das Reichs- und Preußische Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung legte diesen Entwurf, der die Handschrift Tornos trug, Ende 1941 vor. Da auch Taubstummen- und Blindenlehrer Anstaltslehrer waren, stellte diese Ordnung den verkappten Entwurf einer gemeinsamen Sonderschullehrerausbildung dar. Die geplante Ausbildung der Hilfsschul- und Fürsorgeanstaltslehrer sollte im Deutschen Reich flächendeckend erfolgen. Dafür waren 8 Ausbildungsstandorte vorgesehen. Es handelte sich dabei mit Ausnahme von Danzig, wo nur eine technische Hochschule vorhanden war, ausschließlich um Universitätsstädte. Dadurch sollte die Bindung der Sonderschullehrerausbildung an die Universität gesichert und längerfristig die Einrichtung eines Lehrstuhls für Heilpädagogik ermöglicht werden. Auch Wien war als Ausbildungsstandort vorgesehen. Wien gehörte neben Hamburg, Berlin, München und Köln zu den 5 Standorten, an denen die geplante Ausbildung zuerst realisiert werden sollte. Angesichts der fortgeschrittenen Kriegssituation konnte der Entwurf jedoch nicht mehr umgesetzt werden. Insgesamt wurde die Zusammenführung der taubstummen, blinden und Hilfsschullehrer und damit die Entwicklung einer übergreifenden sonderpädagogischen Profession im Nationalsozialismus durch die Vereinigung der Sonderschullehrergruppen in einer gemeinsamen Berufsorganisation, durch eine gemeinsame Fachzeitschrift,
durch gemeinsame Schulungslager, die die Einheit der Sonderschullehrer praktisch erfahrbar machten, durch eine gemeinsame Fachgesellschaft, durch Bemühungen um eine gemeinsame Sonderschullehrerausbildung und nicht zuletzt durch die gemeinsame praktische rassenhygienische Aufgabe vorangebracht, die sich Sonderschullehrkräften im Zusammenhang des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses stellte und die diese für sich beanspruchten. Wie die Berufsgruppen unterschieden sich auch die Taubstummen- und die Blindenpädagogik von der Hilfsschulpädagogik erheblich. Die Taubstummen- und die Blindenpädagogik verstanden sich als Pädagogik des Taubstummen bzw. des Blindenwesens und erhoben nicht den Anspruch, eine alle Sonderkinder übergreifende Pädagogik zu sein. Anders die Hilfsschulpädagogik. Die Hilfsschulpädagogik war in Deutschland, wie die grundlegenden Theorien von Ludwig Strümpell und Arno Fuchs zeigen, seit ihren Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts als übergreifende Heilpädagogik angelegt, die nicht nur für Hilfsschulkinder, sondern für alle Gruppen von Sonderkindern und damit auch für Taube und Blinde Geltung beanspruchte. Der Begriff Heilpädagogik stand dabei nicht für den Anspruch einer heilenden Pädagogik, sondern markierte die Nähe zur Medizin. Hilfsschulkinder galten der Heilpädagogik als angeboren Schwachsinnige und damit als unheilbar Gehirn- und Erbkranke, die nur durch Sondererziehung in der Sonderschule für die Gesellschaft brauchbar gemacht, das heißt sozial und beruflich integriert werden konnten. Die Medizin spielte in Gestalt der Psychiatrie sowohl für die Kinderfehlerlehre von Strümpell als auch für die Pädagogik schwachsinniger Kinder von Fuchs eine zentrale Rolle. Durch den weißen Arztkittel wurde die Nähe des Sonderschullehrers zum Arzt sichtbar gemacht und der Sonderschullehrer aufgewertet. Hier zwei Fotos, die Sonderschullehrer im weißen Kittel zeigen. Die Sprachheillehrer haben sich übrigens auch eine Stethoskop-Attrappe um den Hals gehängt, um damit noch die Nähe zu verdeutlichen. Gleichwohl verstand sich die Heilpädagogik nicht als angewandte Psychiatrie, sondern als eigenständige Disziplin, die mit der Erziehung einen anderen Fokus als die Medizin hatte. Der Begriff Heilpädagogik und die mit ihm verknüpfte Bestimmung der Kinder als angeboren Schwachsinnige wurden im Nationalsozialismus zum Problem. Taubstummen- und Blindenlehrer hatten gegen ihre Vereinigung mit Hilfsschullehrern in einer gemeinsamen heilpädagogischen Fachschaft vorgebracht, sie seien anders als diese keine Heilpädagogen, weil sich Taubheit und Blindheit nicht heilen ließen. Die Bestimmung der Hilfsschulkinder als angeboren Schwachsinnige, die die Heilpädagogik vorgenommen hatte, setzte Hilfsschulkinder mit Erbkranken im Sinne des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gleich, was die Hilfsschullehrerschaft um ihre Interessen fürchten ließ. Damit stand die Notwendigkeit im Raum, die Disziplin neu zu bestimmen und von den Begriffen und Vorstellungen der Heilpädagogik Abschied zu nehmen. Das geschah durch Tornow, der 1934 im Rahmen des ersten reichsweiten Schulungslagers der Reichsfachschaft Sonderschulen in Birkenwerder eine Neubestimmung der Disziplin vornahm und ihr Begriffsinventar modernisierte. An die Stelle des Begriffs Heilpädagogik setzte Tornow den Begriff Sonderpädagogik. Die generelle Kategorisierung der Hilfsschulkinder als angeboren Schwachsinnige wurde von ihm durch ihre zukunftsweisende Kategorisierung als Sonderschulbedürftige und als Behinderte ersetzt.
Während Tornow zunächst die Begriffe Sonderschulpädagogik und Sonderpädagogik nebeneinander und synonym gebraucht hatte, gab er den Begriff Sonderschulpädagogik auf der Gründungstagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik 1940 in Wien zugunsten des weiteren Begriffs Sonderpädagogik auf und präzisierte das Konzept einer völkischen Sonderpädagogik. Tornow wertete den Begriff Heilpädagogik als Ausdruck eines vorausgegangenen sterbenden Zeitalters und einer individualistisch-rationalistischen Denkweise, die im Nationalsozialismus durch eine ganzheitlich völkische Sichtweise überwunden worden sei. Daran, dass Pädagogen auch heute noch nicht Heilpädagogen sein wollen, erklärte Tornow, sei der Begriff Heilpädagogik schuld, der ein sehr unglücklich gewähltes und geschichtlich belastetes Wort darstelle. Es müsse deshalb durch den Begriff Sonderpädagogik ersetzt werden. Mit der Bestimmung der Sonderpädagogik als völkische Sonderpädagogik schloss Tornow die Disziplin an die rassenhygienischen Ziele des Naziregimes an und unterstrich die Unverzichtbarkeit der Sonderpädagogik für die rassische Gesundung des deutschen Volkes. Als Ziel jeglicher Sondererziehung wurde von Tornow die mögliche Erlangung einer folglichen Brauchbarkeit des Zöglings bestimmt. Erbkranke Sonderschulkinder, führte Tornow in Wien aus, seien zwar völkisch unbrauchbar, weil sie nicht über erbliche Tüchtigkeit verfügten. Sie könnten durch Sondererziehung in der Sonderschule aber folglich brauchbar gemacht werden, indem sie zur Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Sterilisation geführt würden. Während erbkranke Sonderschulkinder damit durch Sondererziehung in der Sonderschule und durch Sterilisation in die deutsche Volksgemeinschaft eingegliedert werden konnten, galt das für die Kinder, die von Sonderschullehrkräften als unbrauchbare bestimmt wurden, nicht. Als unbrauchbare galten Sonderschullehrkräften insbesondere Blödsinnige, die als Bildungsunfähige der Pflege und Dressur in psychiatrischen Anstalten, nicht aber der Schule und der Bildung bedurften, und Menschen mit unwürdigem Charakter, die als nicht erziehbare verwahrt und wie die Blödsinnigen aus der Sondererziehung in der Sonderschule und aus der Schule und Bildung überhaupt ausgeschlossen werden mussten. Die entscheidende Trennlinie wurde von Sonderpädagogen damit nicht zwischen Erbkranken und Erbgesunden, sondern zwischen den für die Sondererziehung in der Sonderschule brauchbaren und den für sie unbrauchbaren gezogen. Der Begriff Sonderschulpädagogik war auch schon vor der NS-Zeit von Sonderpädagogen und von ihnen nahestehenden allgemeinen Pädagogen wie Eduard Spranger verwendet worden. Allerdings nur en passant und synonym mit dem Begriff Heilpädagogik. Tornow füllte den Begriff Sonderpädagogik dagegen inhaltlich neu, grenzte ihn systematisch gegenüber dem Begriff Heilpädagogik ab und etablierte ihn als neue Bezeichnung für die Disziplin. Das geschah nicht nur durch den Anschluss an die rassenhygienischen Ziele des Naziregimes und durch die Bestimmung der Sonderpädagogik als völkische Sonderpädagogik. Vielmehr erneuerte Tornow auch die Vorstellungen der Heilpädagogik in zukunftsträchtiger Weise und legte wichtige Grundlagen für die Pädagogik der Behinderten, die nach der NS-Zeit entstand. Tornow betonte, der Begriff der Besonderung und damit der Begriff Sonderpädagogik habe gegenüber dem Begriff Heilpädagogik den Vorteil, dass mit ihm nur eine Abweichung vom Üblichen mitgedacht wird
ohne dass ich wie beim Heilen eine Sinngebung auf Krankes, Anormales und Defekthaftes einschleicht. Für die Notwendigkeit der Sondererziehung komme es nicht auf den einzelnen Defekt, also auf Taubheit, Blindheit oder Schwachsinn, sondern darauf an, ob die Schädigung des Volksganzen besteht dadurch, dass jemand behindert ist, von sich aus unter Benutzung der üblichen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sich zum vollwertigen und lebenstüchtigen Gliede der deutschen Volks- und Kulturgemeinschaft zu entwickeln. Die Defekte der Kinder wurden von Tornow damit nicht mehr wie von der Heilpädagogik als angeboren, also nach dem Kausalitätsprinzip betrachtet und als Krankheit einer speziellen Art bestimmt. Sonderschulkinder galten vielmehr final als behindert, sich unter Benutzung der üblichen Bildungseinrichtungen zu entwickeln. Damit ließ sich nicht nur die Gleichsetzung der Sonderschulkinder mit Erbkranken vermeiden, sondern auch die Selektion in die Sonderschule erheblich ausweiten und die primäre Zuständigkeit der Sonderschullehrkräfte für die Selektionsentscheidung begründen. Der Begriff Sonderpädagogik, dem der Begriff Sondererziehung für den Anwendungsbereich der Sonderpädagogik korrespondierte, setzte sich nicht nur im nationalsozialistischen Deutschland durch. Er wurde vielmehr auch in der Schweiz von dem Sonderpädagogen Heinrich Handelmann in seiner 1941 erschienenen Theorie der Sondererziehung übernommen, in der Handelmann den Begriff Heilpädagogik durch den Begriff Sondererziehung ersetzte. Das geschah aus gutem Grund, ohne Bezugnahme auf die Urheberschaft Tornows und auf die Durchsetzung des Begriffs im nationalsozialistischen Deutschland. Ganz in der Tradition Handelmanns wird von der Sonderpädagogik bis heute verschwiegen, dass der Begriff Sonderpädagogik als Bezeichnung für die Disziplin im Nationalsozialismus etabliert worden ist. Das gilt analog für den bis heute gültigen Behinderungsbegriff. Die Behauptung der sonderpädagogischen Historiografie, die Sonderschule sei vom Naziregime in ihrer Existenz bedroht worden, erscheint vordergründig plausibel, galt die Sonderschule, insbesondere die Hilfsschule, doch als Schule der Erbkranken und damit von Menschen, die nicht in die deutsche Volksgemeinschaft gehörten. Dementsprechend groß war nach der Machtübernahme die Sorge, insbesondere der Hilfsschullehrer, dass Hilfsschulen geschlossen und sie damit die Zulage verlieren würden, die sie als in der Hilfsschule tätige Volksschullehrer erhielten. Diese Sorge befeuerte die Notwendigkeit, die Sonderschule rassenhygienisch zu begründen und ihre Bedeutung für die Rassenhygiene, insbesondere für die Zwangssterilisation, herauszustreichen. Das geschah durch die Bestimmung der Sonderschule als Sammelbecken für erbkranken Nachwuchs oder, wie Tornow es in Wien formulierte, als Sammelbecken für erbbiologisch unerwünschten Nachwuchs. Die sonderpädagogische Historiografie konstruiert einen Gegensatz zwischen NS-Funktionären, die Tornow verkörpert, und Sonderschullehrkräften in der Praxis, die zu retten versuchten, was zu retten war. Durch den konstruierten Gegensatz wird unsichtbar gemacht, dass alle führenden Vertreter der Sonderpädagogik auch als Sonderschullehrer in der Praxis tätig waren. Tornow hatte im Fachschaftsorgan 1936 einen Beitrag mit dem Titel »Die Mitarbeit des Sonderschullehrers bei der Verwirklichung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« veröffentlicht, der inhaltlich dem Vortrag korrespondierte, den er im gleichen Jahr im Rahmen des Schulungslagers für Sonderschullehrer in Tarsdorf hielt. In diesem Beitrag verdeutlichte Tornow Hilfsschullehrkräften beispielhaft an zwei Gutachten,
die aus seiner eigenen Praxis als Hilfsschullehrer stammten und die er selbst für das Erbgesundheitsgericht verfasst hatte, wie sie mit dem Problem umgehen konnten, im Rahmen des Sterilisationsverfahrens über das Vorliegen einer Erbkrankheit bei ihren Schülern entscheiden zu müssen. In den Gutachten wurden die Schüler, die zu den Schwächsten in der Hilfsschule gehörten, von Tornow nicht als Erbkranke, sondern als Spätentwickler bestimmt und damit ihre Sterilisation zumindest über die Hilfsschulzeit hinausgeschoben. Hilfsschullehrkräfte wurden dadurch Gewissenskonflikte und unangenehme Auseinandersetzungen mit Eltern und der Hilfsschule der Makel der Sterilisationsschule erspart. Beim gekürzten Nachdruck von Tornows Beitrag in einer sonderpädagogischen Quellensammlung sind nicht zufällig der Untertitel des Beitrags, der aus der Praxis der Gutachtertätigkeit des Hilfsschullehrers lautete, ebenso wie die beiden Gutachten und sämtliche weiteren Beispiele aus der Hilfsschulpraxis weggelassen worden. Das stellt ein weiteres Beispiel für die Verfälschung von Quellen durch Sonderpädagogen dar. Die Sonderschule war im Nationalsozialismus zu keinem Zeitpunkt als Institution durch das Nazi-Regime bedroht. Vielmehr fand im Nationalsozialismus eine Ausdifferenzierung und Absicherung der Sonderschule statt. Während Taubstummen- und Blindenlehrer wohl an der Ausdifferenzierung des Taubstummen- und Blindenwesens, nicht aber an der Etablierung eines gegliederten Sonderschulwesens Interesse hatten, bemühte sich der Hilfsschulverband seit seiner Gründung, ein solches System durchzusetzen. Das geschah nicht zuletzt durch die Ausdifferenzierung neuer Sonderschulformen aus der Hilfsschule. So waren aus Sprachheil- und schwerhörigen Klassen an Hilfsschulen Sprachheil- und schwerhörigen Schulen entstanden und mit ihnen das Spektrum der kommunalen Sonderschulen erweitert worden. Arno Fuchs hatte als Magistratsschulrat in Berlin die Einrichtung kommunaler Sprachheil-, schwerhörigen und sehschwachen Schulen gefördert und die Vielfalt des Berliner Sonderschulwesens auf der Heilpädagogischen Woche, die 1927 in Berlin stattfand und in einem Buch der Öffentlichkeit vorgestellt. In seinem Vortrag auf der Heilpädagogischen Woche hatte Fuchs mit der Einrichtung von Sonderklassen für Schwererziehbare an Volksschulen eine weitere Ausdifferenzierung des Sonderschulwesens gefordert. Im Nationalsozialismus nahm die Sonderschule für Schwererziehbare zunehmend Gestalt an. Während Alfred Krampf als Vertreter der Reichsfachschaft Sonderschulen die Einrichtung spezieller Züge für entsprechende Kinder an Hilfsschulen forderte und als Schulrat in Hannover realisierte, ging Tornow weiter. Die Zusammenarbeit mit Kinderpsychiatern in der Deutschen Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik war ihm auch deshalb besonders wichtig, weil er die Charakterologie des Kindesalters, die ihr Vorsitzender, der Mediziner Paul Schröder unter Mitarbeit von Hans Heinze entworfen hatte, nicht zuletzt als Grundlage für eine neue Schwererziehbarenpädagogik und damit für die Begründung einer neuen Sonderschule für Schwererziehbare verstand. Der Hilfsschulverband hatte in der Weimarer Republik vergeblich für ein Sonderschulgesetz oder für die Verankerung der Sonderschulen in einem Reichsschulgesetz gestritten. Im Nationalsozialismus gelang mit der allgemeinen Anordnung über die Hilfsschulen in Preußen, die 1938 erlassen und in der Folgezeit von fast allen anderen Ländern des Deutschen Reiches übernommen wurde, und mit dem ebenfalls 1938 erlassenen Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich, kurz Reichsschulpflichtgesetz, der Durchbruch. In der allgemeinen Anordnung, an der die
Reichsfachschaft Sonderschulen mitgewirkt hatte, wurden Hilfsschulklassen an Volksschulen zugunsten von Hilfsschulen verboten. Der flächendeckende Ausbau der Hilfsschule festgeschrieben, sowie die Auslese von Volksschulkindern in die Hilfsschule vereinheitlicht und intensiviert. Damit stieg auch der Anteil der Hilfsschulkinder nach 1938 deutlich an. Die sonderpädagogische Historiografie erklärt diesen Anstieg mit dem wachsenden Bedarf an Arbeitskräften und damit als Sachzwang. Im Reichsschulpflichtgesetz wurde der von der völkischen Sonderpädagogik geprägte Begriff Behinderte übernommen und erstmals rechtlich verankert. Im Gesetz wurde zudem die Sonderschulpflicht Behinderter erstmals reichsweit festgeschrieben und das Sonderschulsystem in der Vielfalt seiner Formen bestimmt. Die Offenheit der Bestimmung der Sonderschulformen im Gesetz, die Hilfsschulen, Schulen für Krüppel, Blinde, Taubstumme und Ähnliche lautete, ließ für die Entwicklung neuer Sonderschulformen und damit für den Ausbau und die Ausdifferenzierung der Sonderschule weiten Raum. Nicht zuletzt wurde in der allgemeinen Anordnung wie im Reichsschulpflichtgesetz die Ausschulung der Bildungsunfähigen festgeschrieben, die Hilfsschullehrkräfte seit dem 19. Jahrhundert gefordert und praktiziert hatten. Die Ausschulung der Kinder, die im Gesetz euphemistisch als Befreiung von der Schulpflicht bezeichnet wurde, der folgte ein Jahr später die Euthanasie. Insgesamt wurde im Nationalsozialismus die Ausdifferenzierung der Sonderschule weiter vorangebracht und wichtige rechtliche Grundlagen für die Absicherung eines selbstständigen Sonderschulsystems geschaffen. Die allgemeine Anordnung und das Reichsschulpflichtgesetz blieben auch nach der NS-Zeit in etlichen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gültig, bevor sie durch entsprechende Ländergesetze abgelöst wurden. Ich komme zum letzten Punkt. Im Nationalsozialismus fand die größtmögliche Exklusion von Schülerinnen und Schülern der Sonderschule statt. Schülerinnen und Schüler, die die Sonderschule besuchten oder besucht hatten, wurden massenhaft zwangssterilisiert und im Einzelfall im Rahmen der Euthanasie ermordet. Die Zwangssterilisation betraf vor allem die als angeboren Schwachsinnige kategorisierten Hilfsschüler, die von Sonderschullehrkräften aus der Volksschule ausgeschlossen worden waren. Der Euthanasie fielen vor allem jene Sonderschüler zum Opfer, die Sonderschullehrkräfte nicht erst im Nationalsozialismus als Unbrauchbare bestimmt hatten. Die Exklusion der Sonderschulkinder im Nationalsozialismus, die ohne Beispiel ist, kann nicht als Problem einer kleinen Führungsklique von NS-Funktionären gewertet werden, die im Gegensatz zu den Sonderschullehrkräften in der Praxis stand. Vielmehr waren alle Sonderschullehrkräfte über die Sonderschule als Institution und die sie konstituierenden Bestimmungs- und Selektionsprozesse an diesen Verbrechen beteiligt. Selbst da, wo Sonderschullehrkräfte, wie Tornow in den dargestellten Gutachten, Sonderschulkinder nicht als Erbkranke einstuften, war durch die von Sonderschullehrkräften vorgenommene Selektion in die Sonderschule doch ein wichtiges Indiz dafür gegeben, dass die Kinder erbkrank waren. Die Wertung von Kindern als Unbrauchbare, die Sonderschullehrkräfte vorgenommen hatten, beinhaltete in letzter Konsequenz ihre euphemistisch als Euthanasie bezeichnete Ermordung. Die enge Verbindung, die zwischen der Zwangssterilisation und der Euthanasie bestand, macht der Film Erbkrank deutlich, der vom Rassenpolitischen Amt der NSDAP 1936 erstellt
und Sonderschullehrkräften im Rahmen des Lagers in Tarsdorf im gleichen Jahr gezeigt wurde. Dieser Film, den Sie übrigens auf YouTube sehen können, stellte vordergründig ein Plädoyer für die Sterilisation im Rahmen des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses dar, lief aber letztlich auf ein Plädoyer für die Euthanasie der Erbkranken hinaus. Die im Gesetz dargestellten Erbkranken, bei denen es sich um Insassen psychiatrischer Anstalten und um Zuchthausinsassen handelte, wurden als unter dem Tier stehend dargestellt und mit Unkraut verglichen, das es auszumerzen galt. Hier zwei Beispiele für die Blödsinnigen und für die mit unwürdigem Charakter. Während Sonderschülerinnen und Sonderschüler im Nationalsozialismus größtmögliche Exklusion erfordern, profitierte die Sonderpädagogik als Disziplin, Profession und Institution in besonderer Weise. Im Nationalsozialismus wurden wichtige Grundlagen für die Entwicklung einer übergreifenden sonderpädagogischen Profession, einer übergreifenden Sonderpädagogik und eines übergreifenden Sonderschulsystems und damit auch für die Gleichstellung von Hilfsschulen mit blinden und taubstummen Lehrern gelegt. Diese Entwicklungen wurden in der Bundesrepublik nach der NS-Zeit fortgeführt und Ende der 1960er Jahre abgeschlossen. Inzwischen hat in Deutschland unter dem Anspruch von Inklusion eine neue Ausbauphase der Sonderpädagogik begonnen, die ihren Ausbau in der Vergangenheit weit in den Schatten stellt. Inklusion wird von der Sonderpädagogik als sonderpädagogische Förderung von Behinderten in der allgemeinen Schule verstanden. Dieses verkürzte Verständnis von Inklusion hat sich auch in der Öffentlichkeit und in der Politik durchgesetzt. Als Behinderte gelten der Sonderpädagogik inzwischen nicht nur Kinder mit speziellen körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen, sondern alle Kinder in ihrer Verschiedenheit, die durch ihr Geschlecht, ihre Ethnie, ihre soziale Herkunft oder durch Sonstiges in der allgemeinen Schule behindert und benachteiligt werden. Die Sonderpädagogik beansprucht als inklusive Pädagogik zugleich wirklich allgemeine Pädagogik für alle Kinder und besondere Pädagogik für besondere Kinder zu sein. Durch den Begriff sonderpädagogische Förderung wird die primäre Zuständigkeit der Sonderpädagogik für die Förderung der Verschiedenen und damit für Inklusion festgeschrieben. Die Strukturen und Trennungen des sonderpädagogischen Systems sind in Deutschland im Zusammenhang von Inklusion erhalten geblieben. Der Erhalt des vielgliedrigen deutschen Sonderschulsystems, das 8 Sonderschulformen umfasst, wird von Sonderpädagogen mit dem besonderen sonderpädagogischen Förderbedarf jener Kinder, die sonderpädagogischer Förderung in der Sonderschule bedürfen und vor allem mit der Wahlfreiheit von Eltern begründet, zwischen der sonderpädagogischen Förderung ihres Kindes in der allgemeinen Schule und in der Sonderschule wählen zu können. Diese Begründung mutet zynisch an, verdankt sich die Erfolgsgeschichte des deutschen Sonderschulsystems doch nicht zuletzt der Zwangsauslese in die Sonderschule. Auch die Organisation der Sonderpädagogik als selbstständiges Fach, das getrennt vom Fach Erziehungswissenschaft besteht, ist im Zusammenhang von Inklusion erhalten geblieben. Eine solche Trennung ist unter den Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft singulär und nur historisch verstehbar. Im Bereich der Profession ist die bestehende Trennung zwischen allgemeinen und sonderpädagogischen Lehrkräften noch weiter vertieft worden.
sonderpädagogische Lehrkräfte, die im Zusammenhang von Inklusion in der allgemeinen Schule klassenübergreifend tätig sind, werden von der Sonderpädagogik nicht mehr als Unterrichtende von Klassen, sondern neu als Förderer und Berater allgemeiner Lehrkräfte, als Entwickler der allgemeinen Schule und als Netzwerker bestimmt, die die Vernetzung von Hilfeeinrichtungen in der Region leisten sollen. Die Sonderschule wird dementsprechend neu als Förderzentrum bezeichnet. Insgesamt ist die Exklusion von Kindern im Bereich der Schule im Zusammenhang von Inklusion gewachsen. Mit der Pluralisierung der Förderorte sind auch die Behindertenquoten und damit die negative Selektion von Kindern in der allgemeinen Schule gestiegen. Die negativ selegierten Kinder, die die Sonderpädagogik als Lernbehinderte, Sprachbehinderte und Erziehungsschwierige beziehungsweise zusammenfassend als Kinder mit Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten bezeichnet, machten in Deutschland 2014 mit rund 82% die überwältigende Mehrheit der in der allgemeinen Schule sonderpädagogisch geförderten Behinderten aus. Inklusion bedingt Exklusion, wenn Inklusion verkürzt als sonderpädagogische Förderung von Behinderten in der allgemeinen Schule verstanden und das bestehende sonderpädagogische System in den Bereich des Allgemeinen weiter ausgebaut wird, ohne in seinen Strukturen verändert und in seinen Glaubenssätzen und Superioritätsansprüchen hinterfragt zu werden. Es entbehrt nicht der Ironie, dass die Experten für Exklusion inzwischen als Experten für Inklusion gelten und dass diese Experten, die im Nationalsozialismus an der größtmöglichen Exklusion von Sonderschulkindern in Form der Zwangssterilisation und der Euthanasie beteiligt waren, seit dem Ende der NS-Zeit den Anspruch erheben, Anwälte für das Lebensrecht von Menschen mit Behinderungen zu sein. Ich danke Ihnen. Applaus